Jetzt habe ich zwar heute schon so viel gearbeitet, aber das Wetter ist so traumhaft an diesem 30. Oktober 22, dass es wirklich ein Vergehen wäre, da nicht nochmal rauszugehen. Ich habe überlegt, wo ich hingehe, hatte zuerst eine Idee und habe dann per Zufall gesehen, heute ist zum letzten Mal eine Führung auf einer der größten und noch am besten erhaltenen Hohenzollernburgen hier bei uns in der Umgebung auf der Wülsburg. Das ist die Burg, die sich auf so majestätisch auf einem Berghügel direkt über Weißenburg erhebt. Und da gibt es eben, wie gesagt, heute auch Führungen. Da drüben ist der Eingang. Hier sehen wir einen gigantischen Graben vor uns. Und ich laufe jetzt erst einmal außen rum. Ich hoffe, dass ich dann um 15 Uhr nochmal eine Führung mitmachen kann. Bis gleich. Ja, ihr Lieben. So, jetzt habt ihr vielleicht vorher den kleinen Film über den großen Graben vom König Karl schon gesehen. Ich habe euch viel über Weißenburg erzählt und naja, wer jetzt aus der Gegend hier kommt, der weiß, Weißenburg, das ist ja die Römerstadt. Na, da hat man diesen Römerschatz gefunden und man hat so Masken gefunden, man hat die Römerthermen gefunden, richtig. Und man erzählt sich auf dem Lämmerberg, wo heute eben die Bastion oben ist. Naja, da war mal ein Kloster, eben, das habe ich euch auch erzählt, diese Legende mit den Mönchen, die da so unzüchtig waren. Und ja, es gibt die Legende von Karl dem Großen mit dem Bau des Karlsgrabens. Aber jetzt habe ich doch in diesem letzten Video so viel von Weißenburg erzählt. Und ja, richtig, es gibt zwei Weißenburg. Es gibt auch das Weißenburg im Elsass. Und jetzt kommt wieder der Zufall ins Spiel, der vielleicht keiner ist. Ich habe ja 9 Jahre lang da unten gelebt und Karl der Große hat mich immer ein bisschen fasziniert. Die Frage war ja auch immer, hat es den gegeben? Hat der wirklich all das gemacht? War der so, wie er beschrieben wurde? Und im Elsass gibt es die Hütte Königsburg, die Hochkönigsburg. War ich öfters mal oben mit meinem großen Sohn, da war der noch klein, mit dem Felix. Immer wieder war ich oben. Und es gibt eben das Wissembourg im Elsass, Weißenburg. Und das ist jetzt was ganz Spannendes. Da gibt es ja aus dem Mittelalter ein Handbuch. Ich glaube, das war so um das Jahr 800, 900, irgend sowas. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe es mir angeschaut im Museum. Und da ist man sich so unsicher, weil man so komische Wegstrecken gefunden hat. Und die eben nicht stimmen konnten, wie die Bischöfe von Worms dahin gereist sind. Und es war ein viel, viel längerer Weg, als man den eigentlich nur hätte zwischen Worms und Wissembourg. Und die sind dann auch übers Land gefahren. Ja, sowas deppert, wenn sie da praktisch über den Rhein fahren können. Warum fahren sie da übers Land? Und das Kloster in Wissembourg, also in dem elsässischen Weißenburg, heißt auch Peter und Paul, genau wie das Kloster Peter und Paul bei uns in Weißenburg. Und tatsächlich ist es wohl so, dass beide Klöster zusammengehörten. Und man kann heute gar nicht mehr ganz genau sagen, welche der Unterlagen zu welchem Weißenburg gehören. Unsere Weißenburger feiern sich als Römerstadt. Das ist ja toll. Kann man das mit den Thermen verbinden und so weiter. Fakt ist aber, dass viele, viele, viele der Dokumente, die heute in dem französischen, im elsässischen Weißenburg liegen, eindeutig nicht dorthin gehören. Ich habe mir das angeschaut und habe dort auch mit jemandem gesprochen, der sich da auskennt. Die haben gesagt, da stimmen die Entfernungen nicht. Da geht es um 300-400 Kilometer, also nicht jetzt um 10 oder 20. Und das sind genau diese 300-400 Kilometer, die zwischen den zwei Weißenburgs liegen. Da scheint es ein Dreieck gegeben zu haben. Und wer jetzt schon mal meine Sachen verfolgt hat in Bezug auf die Leihlinien, es gibt tatsächlich so eine Verbindungslinie von Worms hier rüber. Okay, und ja, ist es tatsächlich so, dass man das immer so abtut, naja, das Kloster in Weißenburg oben,
Benediktinerabtei Peter und Paul, und das hat vielleicht vom Jahr 1000 bis 1600 irgendwas existiert, oder nee, bis 1800, ja, 1600 irgendwas war es, existiert, und dann hat man es niedergerissen. Ja, hat man damals niedergerissen, aber das Kloster hat sehr viel länger existiert. Nachgewiesen ist ja das mit dem Karl dem Großen und dem Karlsgraben. Und er hat lang vor dem Jahr 1000 gelebt. Also das ist eine sehr spannende Geschichte, der man nicht so wirklich nachzugehen sich getraut, weil eben diese Dokumente irgendwann in den 50er, 60er Jahren eindeutig diesem Kloster Wissembourg oder der Stadt Wissembourg im Elsass zugeordnet waren, eben mit dieser falschen Kilometerdistanz, mit dieser falschen Distanz, wo man sich immer gewundert hat, wie kann das sein, dass die Reise von Worms bis Wissembourg, also bis in das andere Weißenburg, so lange gedauert hat. Ich denke, die beiden Klöster haben zusammengehört. Das würde auch Sinn machen. Und wie gesagt, das Kloster Weißenburg hat einen strategischen Platz, weil eben hier die europäische Wasserscheide ist. Doch jetzt zurück dahin, wo ich aufgehört habe. Die Karlssage habt ihr gehört. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Sage von Pippin, dem Kurzen, und der Vilsburg. Ja, also zu unserer Geschichte mit Pippin den Kurzen. Ich habe euch ja das erzählt mit dem Karlsgraben. Der Karl war also 793 hier und hat diesen Karlsgraben bauen lassen. Aber von der Vilsburg, und das ist faktisch überliefert, gibt es eine Legende über seinen Vater. Pippin, der Jüngere, aber viel schöner finde ich Pippin der Kurze. Gibt es übrigens ein lustiges Bild von ihm. Also, naja, der war wohl recht quadratisch gebaut, sage ich einmal, fast so breit wie hoch. Und der Pippin der Kurze und die Vilsburg, das Sage besagt, der war unterwegs, genau an diesem Platz, kam nach Weißenburg, weil ihm ja da diese Königslande gehörten, diese 30 Morgen. Er hat also gejagt in diesen bewaldeten Hügeln am Römerkastell in der Nähe von Weißenburg und ist also mit seinem Tross unterwegs gewesen. Wir wissen ja auch, die haben dem diese Zugpferde oder Zugtiere zur Verfügung stellen müssen. Natürlich denke ich auch Jagdpferde. Der war also unterwegs, und der Pippin wollte natürlich da als König Motz was angeben und ist also hinter irgendeinem Tier dahergesprengt. Ich kenne Sage, da war es ein weißer Hirsch. Erinnert an die englischen Legenden, ob es jetzt ein weißer Hirsch war oder eine braune Reh oder ein braunes Reh oder ein Auerochs oder sonst was. Er ist jedenfalls davon geprescht und weg war er. Er hat seine Leute nicht mehr gefunden, seine Leute haben ihn nicht mehr gefunden, und er ist in der Wildnis umeinander geirrt und hat einen Lagerplatz gesucht und hat sich am Fuß von einer alten Eiche, spannend, da gibt es ja diese wirklich heiligen Eichen bei uns, niedergelassen. Und naja, er konnte nicht recht schlafen, ich denke, hat er ein bisschen Schiss gehabt. Und dann hat er sich zurückerinnert, so sagt die Sage, was hier früher gewesen war. Und da sind ihm Bilder erschienen von den Germanen, den Römern, von den Heiligen, die durch dieses Land gezogen waren. Wir erinnern uns auch daran, Willibald, Walburga, Wunibald, das ist gar nicht weit weg, das Heidenheim. Und Eichstätt, das Weißenburg, liegt eigentlich so mittendrin, ne? Und ja, er hat wohl, sagen wir mal, heute würde man sagen, luzides Träumen praktiziert. Also das, was er wusste aus der Geschichte, ein bisschen so verwandelt mit dem, was er gerade erlebte. Und ja, und plötzlich erscheint ihm ein wunderhübsches, blondes, blauäugiges, germanisches Mädchen. Sieht er so wie im Nebelschleier, und im Schlaf wandelnd oder auch nur träumend folgt er ihr, und das Mädchen sagt immer: Komm, 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 komm mit. Und der Pippin, der Kurze, läuft hinter dem Mädel her, und das Mädchen führt ihn auf einen Hügel. Der Hügel hat so eine runde Kuppe, und obendrauf ist nochmal eine kleine Bergerhöhung, ganz urig. Vielleicht war es so ein Hügelgrab, oder. Naja, ihr wisst ja, ich glaube nicht an die Gräber unter den Hügeln.
Und das Mädel hat gesagt, da kannst du, schau mal, da kannst du das ganze umliegende Land sehen und du siehst die Flüsse und alles Mögliche. Und ja, er ist dann eingeschlafen, ist in der Früh aufgewacht, ganz früh, ist diesen Weg nachgegangen, den er im Traum erlebt hat. Das Mädchen, dieses Traumgebilde war natürlich weg, ist auf dem Berg hoch, hat von dort aus die Rüstungen oder seiner Gefolgsleute gesehen, die also irgendwo unten waren und auch nach ihm suchten, denn er war ja der König, er war ja weg, und konnte sich irgendwie bemerkbar machen und zum Dank ist natürlich dann gefunden worden und zum Dank dafür hat er seinen Speer in den Boden gerammt und hat gesagt, hier will ich zum Dank dafür ein Kloster errichten. Und das ist angeblich die offizielle Version dieses Klosters, das dann nur wenige Jahre später sein Sohn Karl der Große besucht hat und dann mit dem Abt den Deal gemacht hat, da den Götzentempel in Immersheim, den Boden gleich zu machen und so weiter und so fort. So ist also die offizielle Legende zur Entstehung des Klosters, des den gleichen Namen Peter und Paul trägt wie das Kloster im französischen Wissembourg, das auch eine in der Nähe einer Hochkönigsburg lag, also auf der Reiseroute von Karl dem Großen und natürlich im Vorfeld auch von seinem Vater. Und jetzt begleitet ihr mich hoch auf diesen schönen Platz. Vom Kloster sehen wir leider nichts mehr. Mensch, ich wäre so gern in diese Gebäude rein. Leider konnte man nicht rein, war alles zugesperrt. Aber ich habe also von der Bastion aus eine Führung gemacht und jetzt erzähle ich euch erstmal die Geschichte von der Bastion. So, die offizielle Geschichte von dem Kloster sagt, es wäre gegründet worden im 11. Jahrhundert als salische Stiftung. Tatsächlich haben wir eine Liste der Äbte des Klosters ab 1090, angefangen mit einem Heinrich, Johannes, Eberhard und so weiter. Dann kommt der Konrad von Morsbach. Morsbach ist da, habe ich euch mitgenommen, wo diese schöne Wiesenquelle ist. Ja, es kommen also mehr oder weniger bekannte Äbte vor, manchmal auch Namen doppelt und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze, ganze Liste. Und tja, am Schluss war das so mit dem Kloster. Das kam dann auch in diese Säkularisierungsphase. Also ihr erinnert euch, die Religionskriege. Und irgendwann waren alle Mönche des Klosters verheiratet. Irgendwann hat auch der Abt geheiratet. Lustig, ne? Ein katholisches Kloster. Und tja, am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde es dann aufgelöst, weil eben, wenn der Abt verheiratet ist, ne? Und von da an hat es dann als Bauernhof gedient, von 1523 bis 1536 war es nochmal ein Kollegialstift, ist es ja heute eigentlich auch wieder, und 1588 wurden die noch erhaltenen Klostergebäude eingeebnet. Und jetzt geht's los. Anstelle dieser Benediktinerabtei Peter und Paul wurde im Jahr 1588 die Festung der Wülzburg begonnen. Der Bauherr war der Markgraf Georg Friedrich, der Ältere von Brandenburg-Ansbach und Kulmbach. Also vorher hat das Kloster rübergehört Richtung Elsass, also die Ecke, wo sich die Frankenkönige so viel rumgetrieben haben. Im 16. Jahrhundert war die Macht lag in Ansbach. Und das war praktisch von den Ansbachern auch so der äußerste Zipfel, der noch zu ihnen jetzt praktisch im Süden dazu gehörte. Also nicht im Süden, man muss sagen, im Südwesten dazu, im Südosten dazu gehörte. Den Bau hat ein Hofbaumeister, der Blasius Berwart der Ältere, geleitet.
Gab da noch ein paar andere heraus. Der ist nämlich gestorben während des Baus und herausnehmen muss man den Baumeister Rochus Graf zu Lünna. Und der war letztlich dafür maßgebend, dass diese Bastion, also so eine Sternenfestung geworden ist. Das Bild von dem Graf Lünna habe ich euch aufgenommen im kleinen Museum. Das ist dann, wie gesagt, als Ansbachsche Bastion hat es eine Zeit lang gehalten und dann war ja der 30-jährige Krieg. Und im 30-jährigen Krieg ist die relativ schnell an den an die kaiserlichen Truppen unterm Tilly übergeben worden. Und und ist erst 1649 wieder an Ansbach zurückgegangen. Ne? Das Spannende ist, die Würzburg ist nie wirklich erobert worden, sondern diese Übergabe an die kaiserlichen Truppen erfolgte, nachdem man der Stadt Weißenburg gesagt hat, nachdem man den Festungsbewohnern gesagt hat, also wenn ihr uns die Festung nicht gebt, brennen wir die Stadt nieder. Wir schänden alle Frauen, wir töten alle Kinder, wir hängen sie vor euren Augen auf. Ihr könnt freies Geleit haben und abziehen. Und so ist es dann auch passiert. Also die auf der Festung Lebenden sind mit freiem Geleit, die durften tatsächlich abziehen. Das haben die kaiserlichen Truppen auch ihr Wort nicht gebrochen. Und so ist die Festung übergeben worden. Eingenommen werden konnte sie tatsächlich nicht. Diese Sternenfestungen, man weiß nicht wirklich genau, warum sie so gebaut sind. Also jetzt aus der Sicht einer Garnisonsstadt kann man sagen, der Bau der Sternenfestung heißt halt, man kann jede Ecke der Mauer einsehen. Also tatsächlich, es kann niemand so eine Festung ohne weiteres einnehmen. Aber wenn ich jetzt eine quadratische Festung baue und außen Ecktürme hinmache, kann man eigentlich auch überall hin. Es muss noch irgendeine andere Bewandtnis mit diesen Sternenfestungen haben. Ich glaube nicht daran, dass es nur wegen dieser strategisch-militärischen Ausrichtung ist, dass man so eine Sternenfestung baut. Dazu muss man sagen, die Würzburg ist eine der am besten erhaltensten Sternenfestungen, die wir hier in Deutschland haben. Und ich nehme euch ja jetzt mit auf diese schöne Führung dadurch und werde euch noch ein bisschen was erzählen dazu. Wenn man jetzt heute die Geschichte zur Würzburg hört und sich auch anschaut, dann ist immer das große Thema, wie ist es denn mit der Wasserversorgung? Ja, da ist was Spannendes. Viele erzählen immer, naja, das schaut schlecht aus, aber tatsächlich hat die Würzburg den fünfttiefsten Brunnen, den man in Deutschland jemals gegraben hat. Muss man sich mal vorstellen. Also hier sind lauter so handwerksmeisterliche Ausnahmen. Den fünfttiefsten Brunnen Deutschlands hat diese Festung und der funktioniert bis heute. Also der ist wieder gängig gemacht worden mit einem riesen Hamsterrad, in dem man früher Leute hat laufen lassen, natürlich Gefangene. Dazu kommt, dass man auf dem Lämmerberg, das ist jetzt spannend, mitten erhebt sich ja so ein kleiner Hügel und da hat man erst im 19. Jahrhundert hat man das praktisch zubetoniert und hat dann so Wasserspeier hingemacht, hat also eine Zisterne auf den Hügel, der eventuell ein Anführungszeichen Grabhügel sein könnte, also ein geomantischer Platz sein konnte. Man spürt leider nichts mehr. Es ist komplett zubetoniert und dann sind da, wie viele sind es? Ich glaube 6 oder 8. Auf dem Bild sieht man es, so Fontänen, so Brunnenfontänen zu sehen. Im Endeffekt ist es eine gigantisch riesengroße Zisterne, um Regenwasser zu sammeln. Zusätzlich zu dem Brunnen, den man hatte. Warum er das da so zubetoniert hat? Wer weiß. Das Kloster war rings um diesen Lämmerberg angerichtet. Die haben den offensichtlich nicht kaputt gemacht. Aber später hat man es dann halt zubetoniert. Ja, wie immer geht es ein bisschen durcheinander. Ich habe noch ganz was vergessen zu sagen, und zwar zu dem Kloster.
Das Kloster Weißenburg wird in verschiedenen Klosterschriften erwähnt. Und zwar soll es eine ähnliche Bedeutung gehabt haben wie das Kloster, wie die Abtei Kastel oder Melk. Es war also ein Kloster, in dem man vor allem Abschriften anfertigte. Und das wiederum deckt sich mit dieser Geschichte, dass die großen deutschen Könige und Kaiser, Pippin der Kurze bzw. sein berühmter Sohn, Karl Martell, Karl der Große, dass die da so Interesse an dem Kloster hatten. Also alles, was die noch an alten Schriften zwischen die Finger bekamen und die eigentlich vernichten wollten. Sie wollten ja den alten Glauben und das alles wollten sie ja zunichte machen. Das haben die aber vorher feinsäuberlich in ihren tollen Klostern und Abteien abschreiben lassen. Und das Kloster auf der Würzburg war wohl eben eine solche Abtei, in der abgeschrieben wurde. Und das heißt wiederum, im Rückschluss, in diesem Kloster gab es unendlich viele der dann unter Karl dem Großen verbannten, verbotenen Bücher. Also es war eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Station hier bei uns in Deutschland. Kloster Melk kennt jeder und weiß jeder, wie wichtig das war, weil dort sind diese Klosterabschriften gemacht. Und ich sehe immer diese Bilder aus dem Film Der Name der Rose vor mir. Ne? Denkt ihr dran, wo man dieses tolle, tolle, über viele Stockwerk gehende Bibliothek des Klosters sieht und das Skriptorium, wo die Mönche dann abschreiben. Und so war das auch auf der Würzburg. Darf man nie vergessen. Und ganz am Anfang ist ja dieses kleine Bild auch drin. Da sieht man einen großen Turm und ich stelle mir in dem großen Turm in dieser Karte von 1578 ist die Karte, da stelle ich mir immer vor, mein Gott, das ist wie beim Name der Rose. Und irgendwas ist dann passiert, also wie gesagt, die Mönche, die waren nicht mehr wirklich kontrolliert und eben als das Reich Karls des Großen zerfiel, sind wahrscheinlich diese Dinge vom Kloster auch verloren gegangen. Und naja, wenn die Mönche eh in erster Linie Gelehrte waren, ist das nur sehr deutlich nachzuvollziehen, dass die dann auch immer mehr ja, den weltlichen Dingen verfallen sind und mit dem Dreißigjährigen Krieg sich dann eben gedacht haben, naja, wenn es schon Evangelische gibt, die heiraten dürfen, dann holen wir uns auch unsere Mädels. Und das ist auch wiederum so etwas Ähnliches, wie wir es im Namen der Rose drin haben, das ja nur so eine Art Sittenroman ist, den der Umberto Eco da geschrieben hat. Der hätte auch auf der Würzburg spielen können. Also Weißenburg ist nicht nur eine Römerstadt. Weißenburg ist eine durch und durch germanische, keltische, wie auch immer, Deutsche, traut man sich schon fast gar nicht zu sagen, Stadt. Ganz, ganz spannend. In den online zugänglichen Niederschriften aus dem Haus der Bayerischen Geschichte habe ich hier auch noch was über das Kloster. Ende des 14. Jahrhunderts machte sich erneut ein deutlicher Niedergang der Klosterzucht bemerkbar. Im Zusammenhang damit stehen zwei Morde im Jahr 1395, die Abtei und das Umland erschütterten. Abt Heinrich wurde wegen seiner Strenge von seinem eigenen Prior mit dem Beil erschlagen und ein herbeigerufener Bruder erschlug wiederum den Prior. Damit setzte eine Zeit schwerer Unruhe ein. Mit der Regierung des Abtes Ulrich von Fügenstall, ungefähr 1395 bis 1419, begann zudem ein Streit mit der Stadt Weißenburg, der 1451 in den Brandanschlag der Weißenburger auf das Kloster gipfelte. Kardinal Nikolaus von Küß trat für das Kloster ein, also schon auch die großen Kardinäle. Ne? Das heißt, es war schon wirklich bedeutsam, das Kloster. Die schuldigen Bürger wurden bestraft, mussten die geraubten Kleinodien und Bücher zurückgeben. Also hier haben wir den Nachweis, dass es da Bücher gab. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war die Abtei völlig heruntergekommen. Von den in anderen Klöstern erfolgreichen benediktinischen Erneuerungsbestrebungen, etwa nach dem Vorbild der Abteien Kastel oder in Melk, war der Konvent von der Würzburg ganz unberührt geblieben. Der Markgraf Kasimir von Brandenburg-Ansbach versuchte eine Reform, aber der Konvent
weigerte sich. Tja, und wie manch anderes Adelskloster in jener Zeit erstrebten die Mönche eine Umwandlung ihrer Abtei in den Kollegialstift. Das haben sie ja auch geschafft. 1523 ist die Genehmigung dazu erteilt worden. Tja, der unfähige Abt Veit von Gebsattel dankte ab, heiratete und wurde Gastwirt. Ist das nicht toll? Das neue Kollegialstift zählte 8 Kanoniker, 4 Vikare. Der dritte Propst Friedrich war nicht nur zugleich der Dompropst von Würzburg, sondern auch ein Bruder des regierenden Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach. Der hat versucht, die alte katholische Lehre zu bewahren, aber 1531 waren alle seine Kanoniker verheiratet. Im Zug der Reformation kam es nach dem Tod dieses Propstes ab 1536 zur Säkularisierung des Kollegialstifts. Es ist zwar noch mal ein letzter Propst ernannt worden, aber 1541 hat das Verwaltungsamt von Weißenburg alle Rechte übernommen. 1588 trug man die Konventgebäude ab, 1658 auch die Kirche. Der Eichstätter Bischof hat noch mal versucht, das Stift wiederzubelegen, ist aber nicht gelungen, sondern der Markgraf Georg Friedrich von Ansbach und seine Gemahlin Maria Sophia von Lüneburg ließen anstelle der einstigen Abtei eine mächtige Bastion mit modernster Verteidigungstechnik zum Schutz ihres südlichen Herrschaftsgebiets errichten. Das ehemalige Benediktinerstift St. Peter und Paul erinnert heute nur noch ein kunstreicher Rot-Marmor-Grabstein des Abtes Wilhelm, der 1449 gestorben ist und der einst aus der ehemaligen Klosterkirche in die Schlosskirche der Festung übertragen wurde. Also es gibt wieder eine Kirche um die Schlosskirche. Ich habe sie euch abfotografiert, aber man konnte leider nicht rein. Ja, aber zurück zu meinem Durcheinander. Schaut euch diese Festung an. Spannend ist, wozu man die gebaut hat. Also einmal soll es ja eine Verteidigung sein. Im Dreißigjährigen Krieg hat man es an die kaiserlichen Truppen, an Tilly, übergeben. Dann ist es danach wieder, nach dem Ende, wieder zurück. Der war ja 1618 bis 48, nach Kriegsende, also 1649, ist an Brandenburg-Ansbach zurückgegeben worden. Die haben nicht viel damit anfangen können und haben aber, und das war eine Folge dieses Krieges, es gab unheimlich viele Leute, die nichts mehr hatten, die natürlich dann raubend, plündern, durchs Land gezogen sind und somit gab es plötzlich ganz viel Bedarf an Gefängnissen und so war das Festung ein, war die Festung ein Staatsgefängnis. Ja, da gab es eine riesige fränkische Diebes- und Räuberbande und die hat man wohl zu großen Teilen da oben festgesetzt. 1806 fiel das Markgrafentum Ansbach und mit ihm die Würzburg an das Königreich Bayern. Und das Bayerische Kriegsministerium hat damals umfangreiche Renovierungsarbeiten durchführen lassen. Ja, der ist also im Wäschewagen als Frau verkleidet runtergefahren nach Weißenburg. Das war also im Jahr 1918, das weiß man ganz genau. Und ist dann, aber er wollte dann abhauen, also irgendwie Richtung Treuchtlingen rüber, halt irgendwie so Richtung Frankreich. Und ist dann auf der offenen Straße aufgefallen, weil er war ja über so um die 2 Meter groß, der Charles de Gaulle, und hat wohl auch ein sehr markantes Gesicht gehabt. Naja, kennt die Fotos von ihm. Und dann hat man sehr schnell mitgekriegt, ui, das ist ja gar kein Mann, das ist eine Frau. Und unten drunter hat er seine Gefangenenkleidung getragen. Und so ist er in dem Tross der wandernden Leute sehr schnell entdeckt worden und unter Polizeibewachung wieder hoch auf die Festung gebracht worden, wo er dann bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, also bis November 1918 auch gewesen ist. Ja, also und dann im Zweiten Weltkrieg war die Festung wieder ein Gefangenenlager. Diesmal waren es vor allem gefangene russische Soldaten. Davon zeugt heute noch, wenn man also einen Weg hochfährt, kommt man an einem schönen kleinen Friedhof vorbei. Sieht aus wie ein jüdischer Friedhof, ist ein russischer Friedhof. Und das, ja, das war dann das rühmliche Ende der Nutzung dieser Festung für, ja,
militärische oder irgendwie geartete staatliche Zwecke. Heute gehört sie zum Teil der Stadt Weißenburg und zum Teil dem Freistaat Bayern, der jetzt auch wirklich viel Geld reingesteckt hat, um da vieles wieder zu erhalten. Ich habe gehört, es sind sehr, sehr hohe Beträge. Aber das lohnt sich auch. Ja, nach dem Krieg war es auch noch mal eine Zeit lang ein Landschulheim. Und ja, aber wie gesagt, jetzt ist es eigentlich etwas, um es zu zeigen. Und für mich ist ja immer das, was ich so zu bedenken gebe, was hat es denn mit diesen Sternenburgen auf sich, mit diesen Sternensiedlungen, mit diesen Sternenburgen? Sind die wirklich nur aus militärisch-strategischen Gedanken herausgebaut worden? Ich habe euch ja schon erzählt von Neuf-Brisach, der Festungsbaumeister Vauban, das war der unter dem Sonnenkönig, der da solche Dinge gebaut hat, schon im 17. Jahrhundert. Ja, die hier ist eben aus dem 16. Jahrhundert, Renaissance, Sternenfestung. Hat es wirklich nur diesen militärisch-strategischen Gedanken, dass man praktisch jede Ecke einsehen kann und die Dinge nicht eroberbar sind? Oder steckt da mehr? Also ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass es irgendwie einen anderen Ursprung hat. Wirklich über eine rege Diskussion freuen. Und der Tim von Lindenau, der hat ja auch vor kurzem erst eine Sternenfestung besucht und das sehr, sehr schön dokumentiert. Und auch der Waldgeist hat es gemacht. Der war immer wieder auf Sternenfestungen, ja, mit seinen Leuten oder auch alleine unterwegs. Ich mag es immer nur, wenn er allein unterwegs ist. Und es gibt auch noch viele andere Leute, die rausgehen und sich das anschauen und die gleichen Fragen stellen. Was hat es für einen Sinn? Und ja, zu Würzburg noch ein kleiner Gedanke. Also das Erbauen, das Errichten dieser Festung, dieser Sternenfestung, hat 22 Jahre gedauert. Und die jetzt gerade so fast abgeschlossene Renovierung, die dauert jetzt schon über 40 Jahre. Also sie haben das ganze Ding schneller gebaut, als wir es heute renovieren. Boah, toll, oder? Das sagt uns was über die Leistungen, zu denen man damals fähig war. Das war's für euch für heute. Tschüss, sagt die Ruby. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt sind wir hier also mit der Führung unterwegs. Und wir kommen jetzt hier an den großen Saal der Festung. Da finden heute noch Konzerte von der Musikschule Weißenburg, beziehungsweise Abschlusskonzert vom Gymnasium, glaube ich, findet hier statt. Und das ist jetzt also praktisch der begehbare Teil der Festung. Ja, das, was im Endeffekt wieder rekonstruiert wurde. Übrigens ist diese Festung oben, das Grün, das ist jetzt nicht zufällig der Rasen, sondern das war gezielt so, die war bewachsen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, und hier laufen wir jetzt nochmal durch. Und jetzt am Schluss, dort, wo ich am Anfang schon mal gewesen bin, vor der Führung, nämlich im Brunnenhäuschen. Und ich habe euch schon gesagt, das ist der fünfttiefste Brunnen, der je auf einer Festung oder beziehungsweise der insgesamt in Deutschland gegraben wurde. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Also dieser tiefe Brunnen auf der Würzburg, das ist wirklich ein Wunderwerk der Technik. In den Felsengrund, das ist drunter ja alles Felsen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Berg komplett natürlich ist, was ich nicht weiß, weil er eben so schön abgerundet ist. Es ist eine kreisrunde Röhre mit einem Durchmesser von 2,5 Meter, senkrecht runter und zwar 143 Meter tief. Irre. Also, gibt es übrigens, ist der damals, man war sich am Anfang nicht sicher, wie tief der ist, weil es nämlich verschiedene Maßeinheiten gab. Und zwar hat man mit Schuh gemessen, Pariser Schuh oder Ansbacher Schuh oder bayerischer Schuh. Nach Pariser Schuh ist er, glaube ich, 481 Pariser Schuh, 542 bayerisch Fuß, die haben also kleinere Füße anscheinend gehabt, oder
478 Ansbacher Schuh. Die sind wieder ähnlich wie die Pariser Schuh. Also 143 Meter tief. Wenn man Wasser reinschüttet und das fällt jetzt mit der ganz normalen Schwerkraft, dauert es 11 Sekunden, bis man auf dem Wasserspiegel aufschlägt. Also wie gesagt, der fünfttiefste Brunnen in Deutschland. Außer also so einem tiefen Brunnen das Wasser zu fördern, war eine sehr beschwerliche Arbeit. Und ihr seht es in den Bildern, das ist dieses Hamsterrad. Da mussten zwei Personen mussten da drin laufen. Und um einen Eimer mit 100 Liter hoch zu befördern, hat man 40 Minuten gebraucht. Also 70 Radumdrehungen von diesem riesigen Radwerk. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist also eine architektonische oder wie soll man sagen, baumeisterliche Höchstleistung, die hier erbracht worden ist. Und zwar haben die gegraben, hat uns der junge, nette Mann erklärt, der diese Führung gemacht hat. Und dann sind es ungefähr so nach 50, 60 Meter sind sie auf die erste Wasserader gestoßen, haben schon gedacht, oh super, haben wir schneller Wasser. Aber das Wasser ist sehr schnell trocken gefallen. Man muss sich vorstellen, zur gleichen Zeit, wie die Wilsburg da ausgebaut wurde, ist ja auch in der Stadt viel gebaut worden. Und die haben natürlich auch Wasser gebraucht. Also die Städte haben ja damit, dass sie gewachsen sind, im 16. Jahrhundert auch immer mehr Wasser gebraucht. Und dann haben die gesagt, naja, also mit der Wasserader kommen wir nicht weiter, also graben wir tiefer. Man hat immer tiefer und tiefer und tiefer gegraben, bis man eben nach 143 Metern Tiefe auf eine Wasserader gestoßen ist, die ergiebig ist und die ja bis heute existiert. Und alles, was ich euch hier zeige an Bildern, das ist jetzt praktisch in diesem Brunnenhäuschen, in die Festung integriert, beziehungsweise nicht in die Festung, sondern in diesen Schlossteil der Stadt Weißenburg gehört, integriert. Und das führt bis heute Wasser. Man hat es wieder ausgeschaufelt, das war irgendwann mal zugeschüttet. Das hat man wieder ausgeschaufelt und der Brunnen funktioniert heute. Also man lässt jetzt keine zwei Besucher im Hamsterrad laufen oder so, fängt da immer welche ein und stellt die. Nein. Man hat heute einen Elektromotor dran gehängt und der macht es, diesen Eimer rauf und runter zu bringen. Aber ihr seht es auf den Bildern, da sind Original-Eimer dabei. Also das war wirklich Fronarbeit. Ich denke, da mussten teilweise die Soldaten ran oder dann eben die Gefangenen, um das zu machen. Ja, und wie es die Mönche gemacht haben, wer weiß. Nee, ich glaube, der ist erst zu Zeiten der Bastion gegraben worden. Also, jetzt sage ich endgültig Tschüss, eure Rubi. Schönen Sonntag noch, macht's euch gemütlich.